bitter für Eilenburg. Dentinho köpft den Ball über seinen Keeper und sagt, ich hab dich nicht gehört. Das vierte Saisonspiel, der erste Treffer für den Mittelfeldmann. Die Entscheidung konnte man gleich mal nach Hause durchtelefonieren. Benchica Kassiel auch vorbei an Albas Kassiel aufs leere Tor an den Pfosten. Unfassbare Szene, warum er den nicht macht, weiß nur Kassiel selbst. Der Mega-Fail dieser Saison. Dann die Ablage von Winkler und Abu Alfa. Was macht er denn da? Da hat er wohl zu viel Benji Kassiel und Mario Gomez geguckt. Unbegreiflich. Kollege Klemm und Optik Rathenow passt sich zusammen. Wenn ich seine Kartengebung, die sind alles nur in eine Richtung, das ist ja schon pervers. Also ich denke, er sollte nicht mehr bei uns pfeifen, denn ich kann nicht für seine Sicherheit irgendwann mehr garantieren, wenn mehr Zuschauer sind. Wir bleiben mit den Augen mal bei Torschütze Pfeffer. Hoppala, leichte Standprobleme. Die Fans stehen in Liebe zu ihrem FC Energie. Ich habe damals einen Torjubel gebraucht, da habe ich meinen Bruder gefragt, der ist Köln-Fan und der hat gesagt, mach doch wie Modest. Und dem mache ich das. Wer mich kennt, der weiß, ich mache das seit 2-3 Jahren, diesen Torjubel. Das ist absolut keine Provokation, das ist einfach so. Ich werde ihn auch weiterhin machen. 1:0 zur Pause und da hatte es einer ganz schön eilig auf dem Weg in die Kabine. Back, Daumen hoch. Ja, ich musste dringend auf Toilette, also ja, die letzten 10 Minuten waren nicht mehr angenehm, deswegen habe ich mich dann ein bisschen beeilt und musste schnell rein. Ein größeres Geschäft. Richtig. Mit dem 1:0 ging es in eine verlängerte Pause, denn Schiedsrichter Michael Wilzke hatte sich den Oberschenkel gezerrt, sodass der Stadionsprecher per Durchsage nach Ersatz unter den Zuschauern bat. Es fand sich der 17-jährige Paul Ritz, der Bratwurst und Getränk stehen ließ und auf diese ungewöhnliche Weise zu seinem ersten Regionalliga-Einsatz an der Seitenlinie kam. Grüneberg in Szene gesetzt und dann prima! Unfassbar, dass keiner für die Galerie, aber einer für jeden Rückblick der Saison. Marcel Bremer. Schnell Gladro, Riesenpass auf Junge Abiol und der macht alles richtig. Er macht fast alles richtig, denn er trifft nur den Pfosten. Ja, aber was bitte für ein Torwartfehler von Jens Fikisi. Wirft den Ball Sian genau vor die Füße. Der schaltet am schnellsten und bringt Lok in der ersten Minute mit 1:0 in Führung. Und in der Mitte ist Daryl Goertz. Und dieser Ball ist wahrscheinlich schwerer daneben zu schießen, als ins Tor zu befördern. Daryl Goertz mit der Riesenmöglichkeit, 2 Minuten später direkt auf 2:0 zu erhöhen. Der Trainer hat gesagt, dass wir eine eingeschworene Gang sind. Und da mussten Felix und ich ein bisschen schmunzeln und haben uns ein Gangzeichen ausgedacht. Und haben wir das M gemacht für Meuselwitz. Aber eigentlich West Coast. Das ist daran angelegt, am West Coast. Wir haben es einfach umgedreht. Dankeschön.